soll ich dir einen Witz erzählen? Ja, Mann. Was ist lustiger als 7 Kinder in einer Mülltonne? Ein Kind in 7 Mülltonnen. Also Leute, die Sommerferien gehen jetzt schon 2 Tage. Wir müssen langsam mal anfangen, uns so richtig schön zu besaufen. Warum? Hä? Warum müssen wir uns immer besaufen? Wir können doch einfach mal ein schönes Eis essen. Ja, genau. Wir wollten uns eigentlich jeden Tag die Kante geben. Nein, Mann, ihr wollt euch jeden Tag die Kante geben. Guckt euch den Jungen doch mal an, der muss Fahrrad fahren und nicht saufen. Was soll denn das heißen? Was bist du denn für Lügner? Wir wollten doch alle gemeinsam auf die Fusion. Was? Nein, Mann, ich wollte nie auf die Fusion. Wir sind Kinder, wir sollten mal was Gesundes machen. Genau. Lieber Fahrrad fahren als Teile schmeißen? Aber warum? Alter, denkt die blöde Kuh irgendwie, wir sprechen Chinesisch oder was? Fuck you. Niklas. Wir sind erst 12, wir gehen jetzt in den Wald und basteln uns kleine Kastanientierchen. So, jetzt reicht's. Oh. Hey, wer ist da? Oh nein, Mister, kommen Sie nicht näher, das ist total gruselig. Ach du Scheiße. Kannst du mir mal einen Euro leihen, Kumpel? Oh. Komm schon, Kumpel, der Automat hat keine Scheine. Leih mir doch mal bitte einen Euro. Alter, verpiss dich, Mann. 50 Cent würden auch schon reichen. Noch nicht gleich den Kopf verlieren, Kumpel. So, Kevin, das ist ein Buch und kein Wiener Würstchen. Sowas kann man lesen. Du solltest mal lieber deine Fantasie trainieren und nicht immer nur deine Geschmacksknospen. Solltest du mich verarschen, hau ich dir eins vor die Fassade. Da haben wir uns doch verstanden. Ja, Ma'am. Sehr gut, Kevin. Na, dann fang mal schön an zu pauken. Alte Kuh. Entschuldigen Sie? Wir wollen Marihuana kaufen. Ja, aber... Wir haben das Rezept vergessen. Aber, Kinder. Bei mir braucht ihr doch kein Rezept. Hey, Alter, das ist nicht Ihr Kind. Ist mir doch scheißegal. Los, rein da. Wir fahren jetzt zu Burger King. Da gibt's lecker Essen. Warten halt, Sie, stopp, nein, nicht! Weißt du was? Was? Ich hol mir gleich ein richtig schönes King-Menü. Und dazu einen riesengroßen Milchshake. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, da kriege ich gleich Kohldampf. Können wir vielleicht mitkommen? Das ist nicht euer Ernst, ihr Pisser! Ihr habt doch bestimmt kein Geld, geschweige denn Gutscheine, oder? Nee, leider nicht. Kauft euch ja einen Scheiß doch alleine. Was ist das denn für eine alte Ziege? Das ist ja wohl die Krönung, auf anderer Leute Kosten leben. So, jetzt können wir los.